Und damit hallo und recht herzlich willkommen hier zum heutigen Livestream mit Euro Truck Simulator. Ja, ich habe mein Lenkrad soweit repariert, wir können heute wieder mit dem unterwegs sein und ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein beim Auftragsangebot, was wir denn da eigentlich für Aufträge zur Verfügung haben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht externe nehmen, weil die können wir nicht annehmen. Ich glaube, die können wir nicht ziehen. Da wird es ein bisschen an der Maschine scheitern, sage ich mal. An sich wäre das ein sehr lukrativer Auftrag. Wenn man sagt 16.000, das ist soweit nicht schlecht. Wir werden aber eher den Weg nach Polen hochnehmen. Ich glaube, das ist die bessere Entscheidung in Summe, weil ja, Moldau ist halt fraglich, ob das intelligent ist. Bezüglich weiterer Routen, da müssen wir schon ein bisschen auch drauf schauen. Serbien könnte man, ja nee, ich glaube wir nehmen die Walze, die 8 Tonnen, die passen glaube ich relativ gut, 19.000 gibt es dafür. Dann können wir uns auch wieder einen neuen LKW fast kaufen. Donut liegt auf fast. Heute sind wir auch hier mit Lenkrad unterwegs, also das ist jetzt endlich mal wieder richtig Profi-like. Sadala. Dann haben wir hier grün. Mit so einem Lern-LKW beschleunigt sich so schön. Und da sehen wir schon das gute Stück. So, dann gehen wir hier auf Aufträge. Nehmen uns eben hier die Walze mit und fahren damit nach Oppeln in Polen. Wir nehmen den Auftrag dementsprechend an und werden uns da rückwärts an die Walze stellen, das gute Ding dann dementsprechend auch ankuppeln. So, Rückwärtsgang rein. So, lauter hier LS gewohnt. Manche Pedal gedrückt. So, angehängt ist das gute Stück. Wir sind auch wieder in die richtige Richtung unterwegs, das passt perfekt. Dann blinkt man hier auch dementsprechend und schickt das Ganze los auf die Reise. So, wir haben jetzt 693 Kilometer vor uns. Die weiteste Strecke, die wir aktuell fahren dürfen, sind 1000 Kilometer. Beziehungsweise was wir fahren können. Für mehr haben wir aktuell die Ausbildung noch nicht. Mal kurz herausfinden, was die Navi-Taste ist. Ohne dass ich das gute Ding jetzt ausmache. Bringt man gleich mal hier rüber. So, für uns heißt es jetzt hier abbiegen.
ziemlich viel Verkehr hier in Polen. In Ungarn natürlich. Wir sind ja noch in Ungarn. Boah, sind wir hier leicht gestreift. Rückwärtsgang rein. Aha, ich bin in der Abfahrt an sich vorbeigefahren von lauter hier. Knöpfe durchprobieren. Aha, Grenzkontrollen. Hätte ich schön umdrehen können. So, während der Kontrolle gehe ich jetzt kurz bei den Optionen rein, die Tastenbelegung mir ansehen. Tempomat, Joy-Taste 10. Okay, die hätte ich schon gedrückt gehabt. So, jetzt gleich mal hier ein bisschen schneller. So, fahren wir hier gleich ab. Sieht gut aus. % Aufliegerschaden, das ist gar nicht gut. Das Diplomat wieder aufnehmen. So, wir dürfen wieder einreisen nach Ungarn.
Ah, jetzt habe ich die Taste gefunden. Ha, perfekt. Warten, bis das nur 85 auf dem Dacho stehen haben. Dann drücken wir mal schön hier den Tempomaten und dann wird das schön gecruised. So. Und dann cruisen wir mal hoch Richtung Polen. 670 Kilometer, 10 Stunden. Wir werden zwischenzeitlich, vermute ich mal, eine Pause einlegen müssen. Nö, nächste Pause in 11 Stunden. Das heißt, wir können durchfahren. Wir müssen nicht stehen bleiben zum Pause machen, das ist schon mal gut. Dank müsste auch hinhauen. Ja, gerade so. Irgendwo im Laufe der Strecke werden wir mal tanken. Wir werden jetzt erstmal schön gemütlich da hochcruisen. Wir haben eh eine schöne Strecke vor uns, die 650 Kilometer. Geht wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber das passt schon. Wenn ihr euch wundert, warum das so lange dauert, bis das hier der Lenkereinschlag reagiert, das ist einfach eine Dead Zone, die kann ich nicht ausstellen. Also Ziel ist natürlich, so schnell wie möglich hier anzusteigen mit dem ganzen Thema. Aber mal Hallo hier schön mit der Hupe. Könnte auch hier so machen. Kann ich alles schön mit einer Hand am Lenkrad. Schön hier die Lautstärke anpassen, sodass es auch angenehm ist. Ein Deutz-Trecker. So. Wir fahren jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, über Budapest. Ja, da oben ist die Autobahn rund um Budapest, auf der sind wir schon gefahren. Damals sind wir abgebogen, wir werden jetzt dann aber dementsprechend geradeaus weiter nach Norden fahren, Richtung Tschechien. Slowakei fahren wir, glaube ich, durch, nicht Tschechien. Sondern durch die Slowakei durch, nach Polen. Wenn wir das jetzt schön gemütlich da hochtuckeln. $19.300 ist die Auftragsvergütung, ja gut. Ein bisschen Kurve schneiden. LKW muss auch mal wieder gewartet werden. Hat auch schon 2% Schaden. Macht jetzt nicht großartig was aus. Wow. Epic Game Store. Oh. Gut, jetzt habe ich halt mehr Schaden. Nee, doch nicht. Das Spiel hat mir das verziehen. Da schmeißt das Ding einfach mal in so eine blöde Benachrichtigung raus. Der Store natürlich. Nicht das Spiel. Übrigens, den Fahrer habe ich auch jetzt gerade angestellt. Das habe ich das letzte Mal ja vergessen.
So, dann biegen wir hoch bei der Autobahnkreuzung. Oh, der Blinker ist immer noch drin. Perfekt. Auch wenn es der falsche ist, den brauchen wir nämlich. So, jetzt passt's wieder. Die Cruise Control wieder zurück rein. Und schön mit 85 da hochcruisen. Weil wir haben ja schließlich keinen Stress. Wir müssen uns jetzt hier nicht unbedingt einen Affen runterfahren. Ein schönes Sonnenblumenfeld. Da ist eine Tanke, die brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. So, und wir werden jetzt die gerade Strecke weiterhin fahren. Das heißt hier schön geradeaus in Richtung Budapest. Ich kann schon mal das Fernlicht reingeben. Es wird irgendwie immer Nacht, wenn wir fahren. Ist euch das schon aufgefallen? Ich glaube, das ist einfach von meiner Streamzeit abhängig. Das ist nämlich mal eine Kreuzung hier. Viel Spaß, wenn viel Verkehr ist, dass du da drüber kommst, ohne Ampel. So, dann sind wir auf der 2 unterwegs. Jetzt ist es keine Autobahn. Wie ich es mir schon gedacht habe. Autobahn sind wir hier auf keiner unterwegs. Da geht es jetzt über eine Landesstraße erstmal weiter. Ich schätze sogar, bis das mal in der Slowakei sind. Grenzübergang ist noch keiner ersichtlich. Und wir pendeln mal runter auf 75. Das reicht dann vollkommen, wenn hier 70 ist. Banska. Oh, jetzt habe ich das Pedal verfehlt. Okay, da vorne ist die Grenze. Vermute mal ohne großartige Grenzkontrollen. Aber das werden wir gleich sehen hier. Wie die Grenze hier ausfällt. Oh, das war der falsche Knopf. So, gleich mal hier auf 95 gestellt, das Ding, wenn man schon 90 hier fahren darf. Mit der LKW, dann nutzen wir das auch. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Straße hier wirklich für Tempo 90 ausgelegt ist.
ist ziemlich kurvig im Verhältnis. So, man muss ja nicht immer hupen, man kann auch Lichthupe machen. Also 440 Kilometer haben wir noch vor uns. Jetzt geht's hier rein in den Wald. Langsam können wir auch Fernlicht einschalten. Ist ja nur im Grunde für uns besser. Wir müssen es nicht deaktivieren, wenn jemand entgegenkommt. Aber ich muss sagen, bei dem Tempo können wir auch ruhig gerne hier Landstraße weiterfahren. Macht nämlich Spaß hier. Und wenn ich immer wieder mal gerne mit dem Bauflieger über den Strich komme. Tempo 50. Und dann biegen wir hier ab. Richtiges Pedal auch treten. Da hat eine ordentliche Vollbremsung reingeschmissen. So, und für uns geht es jetzt, wie gesagt, in Richtung Polen. Ziel ist irgendwo Skandinavien um, würde ich gern zum Schluss rauskommen. Ob sich das heute ausgeht, weiß ich nicht. Aber im Grunde, wir haben noch über 2 Stunden Zeit. Das heißt, da dürfte schon was bei rauskommen. Die Cruise Control mal rausnehmen. Und da kommt die Auffahrt früher als gedacht. Und da sind wir angekommen hier auf der Autobahn. Und jetzt heißt es nur noch Pedal durchstempeln, 400 Kilometer nach Polen. Jetzt sind wir gleich in Banska. Ich glaube, da kommt auch noch ein geiler Knoten oder so. Zumindest ist er angeteasert hier schon. Und momentan ist die Stadt hier eher was Kleines, wenn man da so schaut. Und da schnauft er den Berg hoch. Das ist wieder vorbei mit Autobahn. Geht's wieder über die Bundesstraße. Tempomäßig ändert's nichts, damit ist es mir egal. Dachte, dass da eine Autobahn durch hochführt. Ah, ich glaube, die fängt aber gleich wieder an. Das ist nur hier jetzt kurz. Weil es so kurvig ist,
Die Landstraße ist, aber schauen wir gleich, ob wir wieder auf eine Autobahn kommen oder nicht. Vorne auf jeden Fall eine Kreuzung. Im Grunde zwei Kreuzungen, die wir mitnehmen. Unbedingt hier eine rote Ampel überfahren müssen wir nicht. Jetzt habe ich den Blinker wieder ausgemacht. Da war eine Stopptafel. Mal schauen, den 95 schafft er hier hoch sowieso nicht. Hier haben wir jetzt eh wieder Tempo 90, das heißt, können wir gleich drin lassen, passt perfekt. 300 Kilometer noch. Auf jeden Fall über Landstraßen, das wird keine Autobahn mehr werden. Oder doch? Aber kein langes Stück. Wenn ich mir da vorne das so ansehe, das ist ziemlich eine Schlängelei. Ich glaube nicht, dass wir da auf Autobahn weiterfahren werden. Wobei, das ist auch ja eine Autostraße. Autobahn ist das für mich keine. So, hier schön mit blauer Scheibe. Da vorne die Schlängelei wird jetzt brutal. Aber ich weiß nicht, warum das so hin und her geht. Das Problem ist, da vorne ist die polnische Grenze. Das heißt, wir haben wieder eine andere Geschwindigkeitslimitierung. So, wir rollen jetzt an der Stelle einfach mal aus. Hochbremst er eh gut von alleine ab. So, dann lass uns mal hier in Polen tanken. Achso, die sind nur auf der anderen Seite, okay. Da fahre ich jetzt nicht rüber. So, 75, das passt schon. Servus, Mr. Pot. Schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich. Schönen guten Abend. We'll be right back.
So, wir rollen jetzt hier einfach mal. Weil wir mit Rollen sogar zu schnell sind. So, die Dada ist auch irgendwie eine geile Erfindung. Mal schauen, da wird eine Autobahn gebaut. Nehmen wir hier wieder den Cruise Control an, schalten wir wieder ein. Ja, kann ich natürlich machen. Bei der nächsten Raststätte bleiben wir stehen und dann dürfen wir das hinkriegen. Ja, ein bisschen dauert es noch, bis dass wir stehen bleiben können, aber machen wir dann gleich. Ist normale OBS. In Streamlabs kam ich nicht so wirklich klar. Oh, das war nicht gewollt. Jetzt sind wir hier in Krakau. Da vorne ist dann eine Raststätte, vermute ich mal. Oder ist das jetzt nur ein Rastplatz? Da geht ein Flieger weg. Das sah gerade geil aus. Das sieht generell geil aus, wenn man darüber schaut. Einfach mal zwei so riesige Vögel stehen. Okay, wir müssen uns hier einordnen. Gibt keinen Drive-Thru. Geht gemütlich auf der Schranke. Was ich transportiere,
Eine Walze. Irgendwie kann ich aus dem Spiel nicht raustippen, Leute. So müsste es, glaube ich, jetzt passen. Bei Epic gibt es jetzt übrigens kostenlos Watch Dogs. Also holt euch das. Ist kostenlos, also... Ich mache das jetzt kurz nebenbei, weil es mir... Das ist das, was mir vorher kurz rausgeschmissen hat. So. Gratis-Spieler lässt man nämlich nicht hinten. So. Ja, alte 4 ist nicht so geil. Was bringt sich das mit 3 Accounts, Mr. Pot? Da muss die Cruise Control zurück, Tempo 75. Ach komm, da vorne ist die Tankstelle. Ja, wir schaffen aber noch 500 Kilometer, also danke ich jetzt noch nicht. So, Tempo 85, passt genau. Ich will nämlich an einer größeren Tankstelle tanken. Kannst du das dann verschenken, deine eigenen Spiele, oder wie soll das dann hinhauen? Ah, okay. Also ich muss ja sagen, die polnischen Mautstellen, die sind schon etwas lästiges. Gleich wie die italienischen. So, unter 20 geht ja kein Tempomat. Unter 30 so. Also okay, den Account schenkst dann. Ja gut. Kann man machen. Da unten stehen auch zwei Kollegen. Für uns geht's aber geradeaus weiter. Und zwar 120 Kilometer noch zum Abladepunkt.
So, zwei Mautstand haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Unten fährt auch ein Kollege. Na gut, das muss uns oder kann uns jetzt momentan ziemlich egal sein. Aber ich finde es an sich, das Ganze mit Promods, finde ich, hat auf jeden Fall was. Vor allem jetzt, wo ich mein Lenkrad habe, beziehungsweise wo es wieder geht. Ich habe nämlich den Fehler gefunden. Da war echt ein Kabel kaputt. Da haben wir Hallo gesagt. Und ich glaube, da vorne kommt jetzt gleich wieder die Mautstelle. Jawohl. So, Radare sind wieder echt gemütlich. Das ist nicht die schnellste Art und Weise, etwas abzubremsen. So, Tempomat wieder aufnehmen. Ah, das ist die geile Grasbrücke. Die gibt es mehrmals hier in Polen. Sind die irgendwie geil. Das ist mehr oder weniger eine Tierbrücke, damit das Tiere hier oben passieren können. Schön abgezäunt, dass die auch nicht auf die Autobahn runterkommen. Finde ich super. Die Frösche müssen natürlich auch an ihr Ziel kommen. Was war bei deinem Internet, wenn ich fragen darf? Da haben wir nochmal so eine geile Brücke. Ah ja, stimmt, das war. Ich bin jetzt aber auch vom Handy-Internet gerade kopftechnisch ausgegangen. So, da vorne haben wir dann die Abfahrt. Da müssen wir natürlich wieder zahlen. Wir sind ja in Polen. Da wird man ausgenommen wie eine Weihnachtsgans von den Autobahnbetreibern. Ja gut, zum Streamschauen brauchst du jetzt keinen Upload. Das ist halb so wild. Bin gespannt, was wir da jetzt abzukriegen. Für die Beschädigung. €39 hat die Maut jetzt wieder gekostet. Halleluja. Corona-Stream. Wäre an sich eh eine gute Idee. Nur dafür brauchst du den Upload, ja, da gebe ich dir recht.
Ah, ich liefere sogar direkt in der Stadt ab. Da sieht man schon die Hochhäuser. Schalten wir nochmal das Fernlicht ein, einfach damit dass wir nochmal ein bisschen mehr sehen. So, hier ist das Baustellengebiet. Da werden wir mal abliefern. Ja, komm, die war noch grün. Ja, geil. So, dann parken wir das Ding dort, wo er hingehört. Holpring-Angelegenheit hier. So, jetzt schauen wir mal, was rauskommt. So, 19.000 haben wir dafür gekriegt, nicht mal einen Abzug, das ist schon mal nicht schlecht. So. Gut, dann würde ich sagen, erhöhen wir auf 1500 Kilometer. Schauen wir mal. Wir könnten uns theoretisch jetzt einen Trailer kaufen. Welchen sollen wir uns holen? Kühler geht schon mal nicht. Ich glaube, wir holen uns sowas hier. Wobei, das ist der Standard. Günstig. Ja, der hat aber drei Achsen. Und eine Liftachse. Deine Lackierungen sind noch nicht verfügbar. Das macht ihn wiederum günstiger. Man könnte da schon sparen und einfach sowas dran klatschen. Ich glaube, das ist auch nicht so wirklich zielführend.
Dann ändern wir mal die Ausführung, weil den hier können wir theoretisch dann auch noch umbauen. So. Ne, Unilackierung, das passt schon. Ich glaube, wir holen uns so einen Hänger. Du kannst über den Aufliegermanager drauf zugreifen, das passt schon mal gut. Jetzt kann ich aber auch, glaube ich, sagen, mir den liefern lassen. Hier jetzt nutzen. Okay, er steht jetzt in Salzburg bereit. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir dorthin kommen, werden wir den dann dementsprechend mitnehmen. So, bin wieder da. Hab mir nur kurz was zu trinken geholt. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die 44 Tonnen. Es hilft eh nichts. Wir müssen eh damit klarkommen. Die steht auch irgendwo hier, die Walze. Der Fräser. So, ich fahre jetzt einmal kurz weg hier von der Garage. Einfach vom Auftraggeber. Um einfach mal kurz das Ding hier zu reparieren. So, Wartung. 3000 Reparaturkosten. Da gibt's eh noch nichts.
Mein Laptop ist ganz schön teuer, wenn man den da hinpackt. Ah, für sowas habe ich jetzt auch kein Geld. Oh, das Navi nehme ich. Ich hoffe, dass die Fahrt nach Kopenhagen jetzt nicht allzu problematisch wird. Gut, das wäre leichter. Ach komm, wir nehmen den. Wie ich bin mit meinem Aufleger hier. Das ist eine dreiste Lüge, Kollege. Ja, nee, normales Pro reicht da schon. Der DHL-Typ, der passt mich ab, der will mir nachher die Fracht stillen. Und bei sich hinten im Lieferwagen reinstellen. So, die schnellste Fahrt wird das jetzt nicht, über 788 Kilometer, das kann ich euch gleich schon mal sagen. Ich glaube, da werden wir ein bisschen zum Husten haben. Das wird eher eine gemächliche Runde jetzt. Aber 44 Tonnen ist dafür was nicht alltägliches. Tonnen ist schon heftig. Also es wird jetzt jedes Mal ein bisschen dauern, bis das mal auf Geschwindigkeit kommen. Jetzt tun natürlich hier die polnischen Verkehrswege doppelt weh mit den vielen Mautstrecken. Ich dachte, ich kann damit mehr Schwung rumfahren. Aber ich glaube, dann wäre ich jetzt umgekippt. Gott sei Dank liegt Kopenhagen am Meer. Das heißt, es wird immer so stetig ein bisschen bergab gehen.
Ich weiß. Beziehungsweise das 13 Zoll mit 16 GB RAM, Final Cut Pro und noch was. Naja gut, das Ding ist aber auch nicht schlecht. Was die Aussage, ich hätte mir mehr fürs Geld erwartet. Also das MacBook um den Preis ist auf jeden Fall gut. Nee, ich habe mir aktuell noch keins gekauft, aber ich werde mir nächstes Jahr ein MacBook kaufen. Ich habe halt ein MacBook Air besitze ich. Das ist aktuell auch mein einziger Laptop. So, jetzt müssen wir kurz was umstellen, und zwar Optionen, Tasten und Knöpfe. Erstens mal die Eingabetaste möchte ich noch auf eine weitere Taste legen. Und wo sind die ganzen Lichter? Lichthupe. Und Umlichter. Ja klar, die gehen alle in die Richtung. Die sehen, dass Apple das verlangen kann und dass die Leute das kaufen, und dementsprechend ziehen sie nach. Das ist ganz klar. Steht nämlich einer, da müssen wir nicht unbedingt mit Fernlicht fahren. Dann schauen wir, dass wir wieder auf Geschwindigkeit kommen. Breslau, ich schätze mal, wir werden dann circa bei Leipzig rauskommen. Achso, das zeichnen wir am iPad. Oder sonst nicht eine gute Idee?
Ja, die Maut war immerhin jetzt günstig. So, dieses Problem ist nur, wenn wir jetzt eine Mautstelle hatten, haben wir jetzt gleich noch eine Mautstelle. Weil nach Breslau wird das Ganze natürlich wieder gecached werden, oder? Ja, nee, geht sogar jetzt mal relativ gut durch. Über die A4, glaube ich, fahren wir hier. Dürfte, glaube ich, nicht schlecht passen. Drüben ist ein McDonald's. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch über 700 Kilometer zurückliegen. Glaubt, da ist aber auch Fähre mit dabei. Warum ist da um deine Baustelle? Nee. Nee, sind nur kein Bandenstreifen mehr. Ja, stimmt. Viel zu tun hast du jetzt momentan nicht. So, das ist eigentlich relativ gemütlich hier zum Cruisen. Macht Laune. In der Nacht fahren ist irgendwie so eine undankbare Sache. Das Gute ist, dass jetzt echt mal lange nix ist, was Mautstellen angeht. Der A16 geht's jetzt gleich weiter. Okay, es geht Richtung Berlin, nicht nach Richtung Dresden, sondern Richtung Berlin. Kilometer noch nach Berlin. Ja, da werden wir nicht bei Leipzig reinkommen nach Deutschland. Es wird sich dann fast nicht ausgehen.
Oh, 160 Kilometer haben wir schon mal. Bis jetzt ist der deutsche Grenzübergang. Ja, da unten sieht man ihn. Also wo die 4 steht in blau, da ist dann schon Deutschland. Okay, ne? Jo, passt. Also, da ist jetzt sogar eine Spur gesperrt. Ja, mal mit dem Tempomat ein bisschen runter. Können wir wieder Gas geben? Kannst du nicht aufs Lenkrad setzen. So, 560 Kilometer noch. Bin mir aber zu 100% sicher, dass wir in Rostock auf die Fähre fahren. So. Gut, jetzt kommen wir dann zur Grenze. Ein Forst fahren wir über die Grenze, okay. Sind wir wirklich sogar in der Nähe von Berlin um. So, da ist der Grenzübergang. So, hoch auf 85 wieder.
Die Kollegen der Polizei. So, Cottbus 33 Kilometer, Berlin 155. Spreewald. Noten Spreewald in 2. Kilometer. Vorne ist er schon. Genau, wir fahren Richtung Berlin-Potsdam. Nach Chemnitz müssen wir nicht unbedingt oder Dresden. So, 2000 Kilometer haben wir jetzt schon drauf gefahren auf unseren LKW. Gut, wir sind jetzt auch von Salzburg über Ungarn nach Berlin unterwegs. Er hat auch noch nichts gehört von Gegenverkehr blenden. Berlin-Schönefeld, Frankfurt an der Oder und was ist so drin in den App Store Trends? So, jetzt sind wir in Berlin. Ah, okay, wir nehmen die Autobahn einmal durch die Mitte, auch nicht schlecht. Wir zum Beispiel einen Rewe zum Abliefern. Und wir fahren weiter. In Richtung Hamburg. Ne, wir biegen ab. Magdeburg, Leipzig, Potsdam. Geht's, oder? Nee, Schwachsinn. Wir fahren Richtung Hamburg. Hab mich jetzt gewundert.
So, genau, wir sind hier in der Stadt. Da geht nicht mehr an 60. Ah, das sind geile Trends. Aktuell kann ich noch nicht beschleunigen. Wir fahren weiter Richtung Hamburg-Rostock. Jetzt wieder hoch auf 85. Ja, sicher. Ja gut, Homeworker, das erlebt momentan, glaube ich, so einen zweiten Frühling. So, weiter Richtung Hamburg-Rostock-Kremen. Auf zur Fähre im Grunde. Ja, es sieht stark nach Rostock aus, dass wir weiterfahren. Und da ist wiederum viel Verkehr jetzt. So, so weit dürfen wir es nicht mehr haben, bis zur nächsten Kreuzung gefühlt. So, wir fahren jetzt hier geradeaus. Jetzt habe ich aber nicht geschaut, wo sie hingeht. Ja, aber ein bisschen eine Strecke haben wir ja noch. Und wir fahren ja auch immer noch mit 85 km/h, also wir sind ja nicht wirklich langsam.
So, da, da. 300 Kilometer noch. Also ich habe da jetzt nur die gefahrenen Kilometer, ob die Seekilometer auch dabei sind. Das habe ich keine Ahnung. Mr. Pot, ist eigentlich der Stream öffentlich sichtbar oder nicht? Weil mein Logo ist kein grüner Punkt dabei, sehe ich gerade. Es kommt auch zu, es kommt auch sonst niemand wirklich dazu momentan drum. Rostock Süd. Überseehafen geradeaus, dann fahren wir noch weiter geradeaus. Also gut, da ist ein Knoten. Würde man abbiegen Richtung Lübeck. So, ab zum Überseehafen. Da geht's jetzt in sich Rostock rein. Sadala. So weit ist jetzt nicht mehr, bis dass wir auf die Fähre gehen. Okay. Dann passt's. Die Abfahrt kann ich mich gar nicht erinnern. Dachte immer, das ging geradeaus durch. Link umsetzen. Jo. Ne, ich sterbe mir eh nicht. Ich wollte nur nachfragen. Oh, jetzt sind wir drei. Du, klein, aber fein nennt man das. Wippt ganz schön gut, das Ding. Gut, Mittag ist aber halt auch so eine unchristliche Zeit.
So, da vorne ist der Fernplatz. Ich muss auf Getzer. Probieren wir es einfach. Das ist keine Ahnung. Ich glaube, wir haben das richtige Fahrziel ausgewählt. Fernziel, so muss ich sagen. Das sind aber in Summe auch nicht wenig Leute. Ganz schön hell hier oben für 3 Uhr morgens. So, jetzt haben wir die Stadt verlassen. Okay. 720 ist viel für ETS. Da vorne wieder eine Ampel, oder? Da ist ein anderer Grund angehalten. So, Tempo 85, dahin geht's. So, die große Brücke. Das schon geil aus. Ich glaube, Richtung Norwegen geht's dann. Geht's, glaube ich, dann auch unterm Wasser durch.
sieht schon geil aus. Also echt mega. Ja, Donnerstag wird es auch wieder einen Stream geben. Nur, was kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen? So, 65 Kilometer noch, dann haben wir unser Ziel erreicht. Mit Ava habe ich noch nicht geschrieben, nein. Werde ich morgen machen. Weil der hat ja jetzt sein AOR-Rennen. Und danach, dann ist es E11. Hat er dann, will ich dann auch nicht unbedingt munter halten. Fahren wir nach Kopenhagen rein, über die 04. Kopenhagen ist eine richtig große Stadt hier. So, da. Die O4 ballert ab. Keine Ahnung, was das sein soll. Wir fahren jetzt auf jeden Fall hier runter. Hey, wo steckst du denn bei der Karriere in Breakfast? You have left the city. Okay. Bin wieder draußen.
da kommen sogar zwei. FOF Logistik. Mit einem Volvo und Waschbär Logistik. Keine Ahnung, was der für ein Ding hat. Boah, der ist mal brutal ausgestattet. Die Krone Doppelanhänger mit Deichsel. Also die ganz große Variante. Ja, da musst du ein bisschen Multiplayer fahren. Oder beim zweiten Abschnitt noch ein paar Rennen fahren, damit dass du ein Auto kriegst. Eventuell ganz hinten das gewinnst, mit dem kommst du nämlich auch oft weiter. Gehen wir auf Nummer sicher. Parken das Ding da hinten ab. Dann schauen wir, dass wir uns noch eine kurze Route aussuchen. Vielleicht irgendwo Richtung Norwegen, Schweden. Die halt wirklich schnell geht. So, absatteln. Schön Geld kassieren. Und aufsteigen, jawohl. Fortfahren. Wir nehmen hochwertige Fracht. Großbritannien ist eigentlich nicht das, wo ich hin will. Friedrichshafen würde theoretisch gehen. Rück nach Rostock, das wäre eher ein Rückschritt. Zum McDonald's nach Polen, okay. Müssen wir da hinbringen? Zucker, okay, das ist realistisch. Linköping. Götzeborg. Also ich würde gerne da hoch. Spitzbergen. Das soll so ein bisschen das Ziel sein. Nee, ich würde sagen, wir nehmen hier die Route. Vor allem, da sind wir schon direkt.
1% Aufliegerschaden. Geil. Das Gute ist, wir sind am Ende des Streams wieder dort, wo wir angefangen haben, und zwar bei 100.000. Das heißt, wir haben den Hänger reingewirtschaftet, plus die Kreditrückzahlung, also ist ja schon mal nicht ganz verkehrt. So, wir dürfen noch nicht abbiegen. Das ist an sich eine große Kreuzung hier. Was ist denn los? Da wird ja gar nicht mehr grün hier. Jetzt. Was jetzt wirklich der schnellere Weg ist, weiß ich nicht. Aber sehen wir gleich. Ah. Nicht blinken. Ich stehe irgendwie am Fußgängerweg. So, bei der nächsten Kreuzung müssen wir dann runterbiegen. Wäre jetzt eine gedanklich zu früh dran gewesen. Was transportieren wir denn eigentlich überhaupt? Zucker, 22 Tonnen. Also haben wir die Hälfte vom vorherigen Transport. Nun geht ein Flieger nieder. Nimmst du einen neuen Vertrag oder nimmst du jetzt einen Vertrag ohne Bindung? Also wieder mit Bindung einen Vertrag oder ohne? Landet da, der Jumbo. So, da ist jetzt der Tunnel, den ich vorhin angesprochen habe, der unter Meer durchgeht. Zuerst geht's durch den Tunnel, dann kommst du bei der Insel wieder raus. Und dann geht's auf eine Brücke.
Also auch die Grenze zwischen Dänemark und Schweden. Ah, okay. Was bezahlst du da, wenn ich fragen darf? Bei deinem Anbieter? Ich habe nämlich keinen Plan, was das, sowas in Deutschland kostet. $172. Bist du deppert, ist das Ding. Also nicht dein Vertrag, sondern hier. Die Mautstation ist verdammt teuer. Aber wir sind in Malmö. Wir sind in Schweden. Ja gut, ich habe 40 GB um 40 Euro momentan. Also bei Gott kein günstiger Tarif, drum ich gehe weg, nehme einen ohne Bindung und auch ohne Handy. Solange mein iPhone 10 noch geht, behalte ich das, und wenn das mal kaputt sein sollte, kaufe ich mir so ein neues. So, jetzt cruisen wir hier schön die Autobahn hoch. Ich glaube, das ist durchgehend dieselbe jetzt. Okay, welches Handy willst du dir holen, Mr. Bot?
Das XR ist echt nicht schlecht, oder das 11er. Also die 2 kann man auf jeden Fall kaufen. Vor allem das XR kostet jetzt echt nicht mehr viel. Da verliert man wieder in Geschwindigkeit da hoch. Das packt er nicht. Ich schätze, die Akkulaufzeit ist beim XR sicher verdammt gut, dadurch, dass kein OLED-Display hat. Kann ich mir schon vorstellen, dass das echt wirklich gut ist. Schwen hat aber irgendwie was. Zumindest hier im Spiel. Was in echt ist, weiß ich nicht. Ja gut, mein iPhone X, wenn ich das intensiv nutze, schafft das auch keine 12 Stunden. Oh, bisschen über 100 Kilometer noch. Ja, dann schafft das Ding aber bei weitem keine 12 Stunden. Was kommen da als LKWs entgegen?
Was haben wir noch auf der Autobahn? Ich glaube, wir sind da gerade, wenn mal von der Autobahn runter ist, schon die Abladeposition. Ja, du musst schon sagen, die Akkus werden mit der Zeit dann schlechter, weil sie dann immer wieder geladen werden. Die Ladezyklen. Also, das ist beim iPhone genauso. So, jetzt ist eine Raststation. Ich glaube, der Fernhafen macht hier auch viel aus. In Göteborg. So, sind wir gleich an der Endstation für heute. Okay, der Blinker war jetzt sehr, sehr früh gesetzt. Nee, das hat gar nichts mit dem zu tun. Jeder Akku geht mit den Ladezyklen irgendwann ein. Ist beim Laptop ja dasselbe. Ja, und noch dazu hat es ein OLED-Display, darfst du auch nicht vergessen. So, da, da. Und parkt mit den Kollegen dahinter. Ah, das ist 900 auch ein OLED? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, das iPad hat definitiv kein LCD. Das Pro mit Sicherheit nicht.
So, da. Oh, brav, da ist mein Trailer unterwegs. Hat sich den Auflieger geschnappt, das ist gar nicht mal so schlecht. Der wird doch passen. Dachziegel. Beziehungsweise deren Paletten, nee. Es geht wieder alles nach unten. Was für ein schöner Transport vom Geld her. Das ist ein Subpreis absteigend, das meiste. Alter, den Griechenland runter. Echt? Okay, das wundert mich gerade. Ich wäre der Meinung gewesen, es wäre ein OLED. Gut, ich würde sagen, das war's aber für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben sowie ein Abo, eine weitere Empfehlung da. Ich bin jetzt raus. Wir sehen uns in 2 Tagen am Donnerstag wieder. Bis dorthin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao, Leute.